Spectatores oder besser guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr hier einschaltet, im Basisportal Alte Geschichte der Serie B. Hier mittlerweile im 10. Video. Frühe Kaiserzeit, das ist unser heutiges Thema. Mein Name, Hendrik Wagner, ich werde uns hier sprachlich hindurch führen. Zwei Punkte nehmen wir uns in diesem Video vor. Zum einen werden wir uns mit dem Ende der Römischen Republik nochmal auseinandersetzen und als zweiten Punkt haben wir unseren ersten römischen Kaiser in der Gestalt des Kaiser Augustus. Und am Schluss, wie gewohnt, werde ich das Ganze nochmal kompakt für uns zusammenfassen. Viel Spaß beim Ansehen! Seit 60 vor Christus beherrschen drei Männer die Politik Roms im sogenannten Triumvirat. In einer Privatabsprache monopolisieren Licinius Crassus, Marcus Licinius Crassus, Gnaeus Pompeius Magnus und Gaius Julius Caesar die Kontrolle, die politische Kontrolle in Rom. Also durch Absprache bestellen sie Ämter, durch Absprache erzielen sie Gesetze und durch ihr großes politisches Klientel können sie auch die Amtsgewalt auf sich monopolisieren. Das Ganze, wie wir erahnen können, wird nicht für Ewigkeit bestehen. Der erste, der aus diesem Triumvirat ausfällt, ist nämlich 53 vor Christus Marcus Licinius Crassus, der selber versuchte, militärisches Renommee zu erwerben, indem er einen Krieg gegen die Parther führte. In der Schlacht von Carrhae im Jahr 53 vor Christus wird er dabei zugrunde gehen, sterben, mit ihm auch zahlreiche Legionäre, Soldaten Roms und die Feldzeichen werden obendrein noch von den Parthern erbeutet. Also eine katastrophale Niederlage. Die erste Person des Triumvirats, Marcus Licinius Crassus, ist hier ausgefallen. Zwischen Gaius Julius Caesar und Pompeius besteht natürlich noch eine familiäre Bindung durch die Verehelichung seiner Tochter, nämlich der Tochter des Julius Caesar an Pompeius, der Julia. Diese stirbt allerdings im Kindbett und ab diesem Zeitpunkt können wir auch beobachten, dass auch auf privater Ebene beide Personen, beide Machtpolitiker, Pompeius und Caesar, mehr und mehr auseinander dividiert werden. Pompeius geht dabei stärker auf die Seite des Senates, während Caesar seinen gallischen Krieg führt und das auch unter Kritik der Senatsaristokratie. Und so kommt es, wie es kommen muss. Als Caesar seinen gallischen Krieg beendet, wird er vom Senat aufgefordert, seine Ämter, seine militärische Gewalt abzugeben und als Privatmann nach Rom zu kommen. Dabei musste Caesar befürchten, eben vor Gericht gestellt zu werden. Das Ganze wird von Pompeius unterstützt und in dieser kritischen Situation entscheidet sich Julius Caesar, dem Senat den Krieg zu erklären. Es kommt zur Überschreitung des Rubikon. Pompeius wird dabei als General des Senates eingesetzt, entscheidet sich aber in diesem Jahr dann Rom nämlich zu räumen. 49 vor Christus, Caesars Marsch auf Rom. Pompeius flieht dabei erstmal in den Osten nach Griechenland, um Truppen aufzustellen. Caesar kümmert sich noch im selben Jahr um die Anhänger des Pompeius und des Senates in Spanien und wird dann im folgenden Jahr, nämlich 48 vor Christus, in der Schlacht bei Pharsalos, die Truppen des Pompeius vernichtend schlagen. Pompeius flieht dabei nach Ägypten und wird dort durch die Höflinge des Ptolemaios des 13. ermordet, namentlich Potinus. Damit ist dann auch der zweite aus dem ehemaligen Triumvirat Geschichte und Caesar als einziger großer Politiker Roms übrig geblieben. In der Folgezeit wird sich Caesar vor allem mit den restlichen Anhängern des Pompeius und des Senates beschäftigen, und zwar in Spanien und in Nordafrika, und da erfolgreich gegen diese vorgehen und seine Macht weiter stabilisieren können. Dass Caesar hier nun den römischen Staat ganz und gar kontrolliert, das wird offenkundig darin, dass er als Diktator agiert mit nahezu unbeschränkter Machtbefugnis. Zunächst als Diktator auf einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt, später dann sogar als Diktator auf Lebenszeit. Wir wissen ja schon, dass diese Lebenszeit nicht mehr allzu lange dauern wird. Was kommt noch dazu? Er lehnt ganz ostentativ dabei die Königswürde ab. Da gibt es offensichtlich mehrere öffentliche Akte, die das bezeugen sollen, dass er die Ehre eines Königs des Rex ablehnt. Natürlich wohl gedenkt, dass Rom ein größeres Problem eben mit diesem Titel hat und mit dem Charakter der Königsherrschaft. Er bleibt also Diktator. Daneben aber auch Praefectus Moribus. Er übernimmt die Sittenaufsicht, was ihm vor allem die Möglichkeit gibt,
hier über die Besetzung des Senates zu entscheiden, also wer kommt rein und wer geht raus. Das heißt, er kann eben seine politischen Gefolgsleute hier sehr gut im Senat positionieren und platzieren. Außerdem verschafft er sich die Sacrosanctitas, nämlich die Unantastbarkeit, die sonst etwa der Volkstribun hat. Also das überhöht ihn natürlich auch nochmal ganz deutlich im politischen Tagesgeschäft. Fernab von diesen Amtsbefugnissen und Eigenschaften im politischen Geschäft kommt noch eine ganze Reihe an Befugnissen, die er auf sich nimmt, so zum Beispiel die Oberkontrolle über das Heer und auch die Finanzen, was natürlich dann auch den politischen Spielraum für ihn oder eine Grundlage politisch zu handeln für ihn gibt. Und als wäre das noch nicht genug, kommt noch eine ganze Reihe von Ehrungen dazu, die ihn ganz deutlich aus dem Umfeld seiner politischen Kontrahenten als auch politischen Gefolgsleute abhebt. Also er wird zum Politiker Roms Nummer 1, indem er zum einen Elfenbeinstatuen geweiht bekommt, er bekommt einen eigenen Kult und Tempel mit Priestern, ein Triumphalgewand wird ihm zugestanden als sein außergewöhnlicher Habitus im öffentlichen Auftreten und außerdem noch der dauerhafte Imperatorentitel, dem er sich auch noch gibt. Also übernatürlich, übermenschlich erscheint hier Julius Caesar in der Politik Roms. Aber wie wir wissen, das wird nicht lange währen, denn 44 vor Christus an den Iden des März wird Julius Caesar sein Ende finden durch eine Senatsverschwörung, die hier stattfindet. Wir kennen etwa Brutus und Cassius als Caesar-Mörder. Caesar wird hier nun im Senat, um genau zu sein, im Senatsgebäude des Pompeius-Theaters ermordet am 15.03.44 vor Christus. Und danach wird nun endgültig auch das Chaos in Rom in der römischen Politik ausbrechen. Der Diktator ist tot und nun, wie soll es weitergehen? Zunächst wird es hier jetzt äußerst diffus, denn wir haben ganz viele Fraktionen, die hier gegeneinander stehen. Wir haben zum einen natürlich die Caesar-Mörder, die kurze Zeit später nach dem Mordanschlag auch Rom verlassen müssen. Sie werden hier von Mark Antons Reden vor allem aus der Stadt gedrängt. Wir haben außerdem noch die Überreste der Pompeianer, namentlich mit Sextus Pompeius, der hier mit einer Piratenflotte in Anführungsstrichen die Küsten Italiens unsicher macht. Außerdem haben wir eine Senatsfraktion, die vor allem von Marcus Tullius Cicero geführt wird, die sich erhofft, nun die alte Majorität des Senates wiederherzustellen. Und wir haben die Caesarianer und wohlgemerkt im Plural. Denn zum einen haben wir hier Marcus Antonius als Mitkonsul des Jahres 44 vor Christus, der den Anspruch erhebt, die Caesar-Partei zu führen. Aber wir haben außerdem noch den Großneffen Caesars, der nämlich durch das Testament Caesars zum Nachfolger bestimmt worden ist, mit Octavian. Und außerdem haben sie noch den Magister Equitum Lepidus, der hier gerade, was auch die militärische Kontrolle in Rom angeht, durchaus wichtig war in der Anfangszeit. Also die Caesarianer zersplittert, zerstritten. Marcus Antonius wird dann vor allem auch durch Zutun Ciceros aus der Politik Roms gedrängt und muss sich nach Norditalien zurückziehen und wird dort auch zum Hostes, zum Staatsfeind erklärt. Da haben wir dann eine ganz ungünstige Situation, dass nämlich Octavian, der ein Bündnis mit dem Senat und Cicero eingeht, nun beauftragt wird, an Seiten der Konsuln hier zu so einem Panzer in Richtung Norden zu ziehen und dort die Caesar-Mörder gegen die Angriffe Mark Antons zu verteidigen. Allerdings kann sich hier Octavian das nicht leisten, weil damit würde er seine Anhängerschaft natürlich verprellen unter den Caesarianen und es kommt dann im Anschluss eben zu einer Einigung mit Marcus Antonius. 43 vor Christus wird das zweite Triumvirat gegründet, nämlich zwischen den Männern Antonius, Octavian und Lepidus. Und zwar diesmal nicht als Privatabsprache, sondern auf rechtlicher Grundlage, nämlich auf der Grundlage der Lex Titia, wird dieses Triumvirat gegründet und es ist ein Triumviri Republicae Constituendi, also zur Wiederherstellung der römischen Republik, wird dieses Triumvirat gegründet. Das meint natürlich vor allem die Kontrolle dieser drei Leute über das politische Geschäft und nicht die Restauration der Senatsherrschaft. Octavian zieht ja dann auch gegen Rom. Es kommt zu Proskriptionen. Auf diesen Proskriptionslisten wird dann auch Cicero stehen. Ihm werden die Hände abgehackt für seine philippischen Reden offenbar, also seine Schmähreden gegen Mark Anton. Und er verliert dann eben auch sein Leben an dieser Stelle.
So viel dazu, also die Gründung des Triumvirats, des Zweiten. Und wir wissen ja schon, das funktioniert im Regelfall nicht besonders gut. Wie gestaltet sich das dann in der Folgezeit? Nun, als erste Aufgabe steht natürlich die Verfolgung der Cäsarmörder an. Es kommt 42 vor Christus zur Schlacht bei Philippi. Hier werden Brutus und Cassius aus dem Feld geschlagen und werden Selbstmord begehen, womit die Cäsarmörder und eben diese Option der Wiederherstellung der Republik hinfällig wird. Und die Triumviren die Kontrolle ausüben. Und diese bekommen jetzt verschiedene Aufgaben zugedacht. Während Lepidus in Nordafrika die Kontrolle ausüben soll, hat nun Octavian die Aufgabe, Italien zu sichern und einen Großteil des Westens zu kontrollieren, auch Gallien und Spanien. Dazu eben die permanenten Angriffe des Sextus Pompeius zurückzuschlagen, der hier vor allem die Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika kontrolliert. Das kann auch bis 36 vor Christus erfolgreich begangen werden. Also da wird dann Sextus Pompeius endgültig besiegt. Marcus Antonius bekommt den Osten, soll dort den Osten neu regeln mit zahlreichen Klientenstaaten, die hier gegründet werden. Er stützt sich dabei auch sehr stark auf die Unterstützung Ägyptens als souveränen Bündnispartner. Außerdem hat er die Hauptaufgabe, die Parther zurückzuschlagen, die hier in das römische Einflussgebiet eingedrungen sind. Es kommt zum Partherkrieg, der allerdings 36 vor Christus nicht sehr erfolgreich geschlagen werden kann, obwohl Marc Anton dann noch einen Triumphzug in Alexandria für sich veranstalten lässt. Das Ganze führt dann mehr oder weniger auch zur Auflösung, allmählichen Auflösung des zweiten Triumvirat. Das beginnt dann zunächst erstmal mit der Absetzung des Lepidus. Octavian nimmt ihn letztlich seine ganzen Würden und politische Macht und das ganz ohne militärische Gewalt. Lepidus darf zwar noch Pontifex Maximus bleiben, bis er dann 12 vor Christus verstirbt. Außerdem wird Stimmung gegen Marc Anton vor allem in Rom gemacht. Er wird als ein Verhexter der Königin vom Nil, nämlich Kleopatra, dargestellt. Es wird natürlich darauf beharrt, wie desaströs doch dieser Krieg gegen die Parther geführt worden ist. Es kommt dann außerdem noch zum Vorwurf, Marc Anton würde die Besitztümer Roms veräußern und verschleudern an die Kinder, die er zusammen mit Kleopatra hat. Also der sogenannten alexandrinischen Schenkung, die hier zum Vorwurf gemacht wird, 34 vor Christus, die beinhaltete zum einen die Bestätigung Kleopatras Herrschaft und vor allem ihrer Kinder und sollte diesen Kindern eben auch noch weitere Territorien zuweisen. Das wird natürlich negativ aufgenommen in Rom und das erlaubt es dann später Octavian eben auch aktiv gegen Marc Anton Krieg zu führen. Es kommt dann 31 vor Christus zur Schlacht bei Actium, einer Seeschlacht in Nordgriechenland. Hier werden die Flotten Marc Antons und Kleopatras vernichtend geschlagen. Die Legionen laufen zu Octavian über und im folgenden Jahr, dann 30 vor Christus, wird dann Octavian auch vor Alexandria stehen und Marc Anton und Kleopatra begehen Selbstmord. Nach diesem erneut gescheiterten Experiment einer Drei-Männer-Herrschaft haben wir also wieder die Herrschaft des einen und in diesem Fall entwickelt sie sich jetzt nun zur Herrschaft des Princeps Augustus. Und das fängt an schon 36 vor Christus mit einem Attribut, welches Octavian sich geben lässt, was auch schon sein Großonkel hatte, nämlich Caesar, die Sacro Sanctitas, also die Unantastbarkeit, die er sich 36 vor Christus geben lässt. Das als erster Schritt auf diesem Weg zum Etablieren des Prinzipats. 31 bis 23 vor Christus wird er nahezu jährlich zum Konsul sich ernennen lassen, also das auch ein Zug, um die Macht in Rom auszuüben, allerdings natürlich höchst kritisch zu sehen, da dadurch natürlich alle möglichen anderen Aristokraten, die sich Ambitionen auf das Konsulat ausrechnen, verprellt werden. Also deswegen wird diese Verfahrensweise dann auch 23 vor Christus fallen gelassen. Außerdem 27 vor Christus erhält Octavian das Imperium pro consulare, also den imperialen Oberbefehl über die Truppen und er erhält den Ehrentitel des Erhabenen, nämlich des Augustus. Unter diesem Namen wird er dann nachfolgend auch benannt sein. Und es folgt die Niederlegung des Konsulats 23 vor Christus.
aber dafür zwei weitere wichtige Funktionen, nämlich die Tribunitia Potestas, also die Befugnis des Volkstribuns, auch die Unantastbarkeit inkludiert das und das ständige Vetorecht. Und wir haben das Imperium Proconsulare Maius, also der absolute Oberbefehl über alle Truppen des Reiches. Und damit formiert sich am Ende eben dieses Prinzipat, der Prinzipat im Übrigen, der hier durch Augustus begründet wird, schrittweise eingeführt. Das Ganze auch öffentlichkeitswirksam zur Schau getragen. So haben wir nämlich 27 vor Christus erstmal die Zurückgabe aller Gewalt und er lässt sich all diese Gewalt, die ihn dann zum Princeps macht, vom Senat neu vergeben, einschließlich eben des Ehrennamen Augustus. Wie gestaltet sich nun die Verfassung des Prinzipats? Natürlich, an der einen Stelle haben wir unseren Princeps, den Kaiser, aber der kann das natürlich nicht alleine regeln. Er stützt sich hierbei, wie wir schon gehört haben, auf die Unantastbarkeit seiner Person, auf den imperialen Oberbefehl, also den militärischen Oberbefehl und vor allem das Volkstribunat, was ihm auch die Möglichkeit gibt, Gesetze einzubringen und auch ein Vetorecht, welches er hier hat. Aber das reicht nicht aus. Man hat dann eben noch das Haus des Augustus. Das betrifft jetzt nicht die Mauern, Wände und das Dach, sondern vor allem eben die Familie des Augustus, seine Sklaven, Freigelassenen, Verwandten und sein politisches Klientel, welches sich in diesem Haus versammelt. Ein Hof, der so nicht institutionalisiert ist, zumindest hier in dieser Frühzeit noch nicht, sondern vor allem auf der Hauswirtschaft eben des Princeps aufbaut. Und diese Hauswirtschaft überträgt sich dann eben die wichtigen Funktionen des Staates, nämlich einmal die Verwaltung, dann zum zweiten das Heer und zum dritten die Finanzen, die hier geregelt werden. Und das in verschiedenen Ressorts, die nun das Haus des Augustus übernehmen, die Rechtspflege beispielsweise, vor allem durch die ganzen Freigelassenen, die hier in den Büros tätig sind, in den Kanzleien, zum Beispiel in der Libelli-Kanzlei oder in den Archiven. Dann das Heer, welches vor allem durch Klienten, politische Gefolgsleute und Verwandten des Augustus kontrolliert wird. Da sind vor allem zu nennen die Legionen, die Hilfstruppen, die Flotte und nicht zuletzt auch die Garde, die einzige militärische relevante Einheit in Rom, nämlich die Prätorianergarde und die germanische Hausgarde des Augustus, die dann eben auch die politische Machtstütze vor allem in der Hauptstadt für den Augustus darstellen. Ferner haben wir die Finanzverwaltung, das Patrimonium Fiscus, welches auch für die Steuererhebung und Steuereinzug verantwortlich zeichnet. Hier richtet sich das dann aus auf die kaiserlichen Provinzen, die verwaltet werden vom Haus des Augustus aus, und zwar durch das Einsetzen von Legati oder Procuratores. Verzeihung, also durch Legati oder Procuratores, die hier die Verwaltung der Provinzen, der kaiserlichen Provinzen übernehmen. Dazu gehört im Übrigen auch Rom, welches hier unter der Kontrolle des Augustus steht, nämlich mit eingesetzten Präfekti, die hier eben die Aufsicht übernehmen, oder Curatores, die eingesetzt werden. Aber Sie sehen ja, wir haben noch etwas Platz, also das ist jetzt die kaiserliche Seite. Wir haben auch die Senatsseite durchaus nach wie vor. Insgesamt 600 Senatoren, davon können wir ausgehen, haben hier vor allem die Aufgabe der Finanz- und Religionsaufsicht und vor allem können sie auch das Standesgericht durchführen, besetzen. Also wenn Gerichtsprozesse, die vor allem den Senatorenstand betreffen, vonstatten gehen, dann ist das eine Aufgabe des Senates an dieser Stelle. Diese verwalten dann wiederum die senatorischen Provinzen, die festgelegt werden. Das sind vor allem die befriedeten Provinzen, eher nicht die Provinzen an den bedrohten Grenzen. Und hier werden Proconsules eingesetzt zur Verwaltung jener Provinzen. Der Senat dabei übernimmt eine beratende Funktion gegenüber dem Princeps und der Princeps seinerseits ist vor allem verantwortlich oder zeichnet verantwortlich für die Ernennung der Senatoren, also hat damit einen direkten Einfluss eben auf die Besetzung des Senates. Aber das ist auch noch nicht alles. Wir haben des Weiteren natürlich auch noch die alten Magistraturen, die sich hier auch in die Kaiserzeit retten. Allen voran natürlich das Konsulat, dann den Prätor, den Ädil und Quästor und auch die Volkstribune gibt es weiter. Das Volkstribunat wird jetzt sogar vom Kaiser selbst in Anspruch genommen. Auch Konsul kann der Kaiser zeitweise sein. Er kann sich wählen lassen. Diese Wahl erfolgt dann wiederum durch das römische Volk, durch die Comitia, nach Tradition zumindest.
die hier die höchsten Magistraten weiterhin wählen dürfen. Allerdings, und das muss man auch sagen, natürlich hat der Kaiser, der Princeps, hier einen großen Einfluss. Meistens schlägt er eben jene Konsuln vor. Diese Wahl ist dann meistens nur noch pro forma an dieser Stelle. Das ist die Kontrolle, die unser Princeps hier im römischen Staat, in der römischen Verfassung auszeichnet und ausübt. Das Auffällige dabei ist, dass wir hier kein rein monarchisches System haben, sondern viele Bereiche der alten Republik im neuen Gewand der Monarchie übernommen haben. Also so haben wir quasi eine Monarchie im Deckmantel der republikanischen Institutionen, die hier zur Machtausübung des einen, nämlich des Princeps, monopolisiert und instrumentalisiert werden. So zum Beispiel das Konsulat. Zugleich gebietet auch die Tribunitia Potestas dem Augustus das Recht, eben Veto gegen den Senat einzulegen, also auch da noch ein Hintertürchen, um auch die Entscheidung des Senates weiter zu kontrollieren. Ebenfalls auch die Kontrolle über die senatorischen Provinzen, die man sich hier eben auch noch gibt. Also letztlich kontrolliert natürlich unser Princeps Augustus alles, aber das eben in den schönen, wohlklingenden Titeln und Befugnissen der alten Republik. Schauen wir auch nochmal auf die außenpolitische Lage und hier vor allem die großen Erfolge, die Augustus erzielen kann. Auch wenn er selber nie in einer großen Schlacht gekämpft hat oder die Heere selbst geführt hat, das überlässt er eher seinen Gefolgsleuten wie Agrippa oder auch seinen Verwandten oder anderen Klienten, die das für ihn übernehmen. Anzufangen wäre hier an erster Stelle mit der Einnahme natürlich Ägyptens 30 vor Christus. Ägypten wird hier nun als letztes großes hellenistisches Reich dem Römischen Reich zugebracht und wird hier seine Souveränität verlieren. Aber auch nach dieser Zeit des Bürgerkrieges und Kampfes gegen Kleopatra wird Augustus weitere Kriege führen lassen, so zum Beispiel in Nordspanien. Hier werden die Kantabrer niedergerungen 27 bis 25 vor Christus und eben der Rest dieser hispanischen Halbinsel nun auch endgültig der römischen Herrschaft zugebracht. Es folgen dann Expeditionen, vor allem in den arabischen Raum, in den Raum der arabischen Halbinsel. Es betrifft etwa Petra und die Nabatäer, die hier 25 bis 24 vor Christus inkludiert werden in das Römische Reich. Mit der Provinz Arabia Felix wird auch eine komplett neue Provinz eingerichtet. Außerdem haben wir 24 vor Christus auch noch eine Expedition südlich von Ägypten in die Region Meroe hinein. Also das so im Gedanken, dieses Plusultra über die Grenzen der bekannten Welt hinaus, also noch so im Feeling eines Alexanders des Großen, wird hier operiert offenbar. 20 vor Christus haben wir dann den großen politischen, diplomatischen Coup, den Augustus landen kann, nämlich indem ein Frieden endgültig mit den Parthern geschlossen wird. Zu dieser Zeit sind die Parther in einer innenpolitischen Krise und das wird natürlich schön ausgenutzt, um einen vorteilhaften Frieden abzuringen. Zu diesem vorteilhaften Frieden gehört unter anderem die Festlegung des Euphrats als Grenze, aber auch die Rückgabe, und das ist für die Propaganda des Augustus natürlich ganz entscheidend, die Rückgabe der Feldzeichen, die Crassus und auch Mark Anton an die Parther verloren hat. Das Ganze wird bildlich auch festgehalten, hier zum Beispiel auf der großen und berühmten Statue von Prima Portas aus einer Villa der Livia vor den Stadttoren Roms. Dort wurde sie entdeckt. Auf dem Brustpanzer sehen wir die Übergabe dieser Feldzeichen des Adlers hier durch einen Parther, einen Perser, an entweder einem römischen General oder höchst selbst Mars. Nach diesem diplomatischen Coup, den Augustus landen kann, dafür kriegt er auch noch einen Partherbogen auf dem Forum Romanum und einen Triumph, haben wir dann außerdem noch die Einnahme Pannoniens, des pannonischen Raumes, das Verrücken der Grenze der römischen Herrschaft bis an die Donau in den Jahren 13 bis 9 vor Christus. Und analog dazu haben wir dann eben auch die verschiedenen Heerzüge, die dann eben auch den germanischen Raum dem Römischen Reich zubringen sollen. Aber da wollen wir jetzt im Folgenden nochmal genauer drauf schauen. Im germanischen Raum gestaltet sich das Ganze dann eben nicht ganz so erfolgreich, wie wir alle wissen, wird am Ende, zumindest nach Sueton, Augustus ausrufen, Quintilius Varus, gib mir meine Legionen wieder. Wir sind erinnert an die sogenannte Schlacht im Teutoburger Wald, die auch hier schon markiert ist.
Aber zunächst zum Anfang zurück. 15 vor Christus haben wir den ersten Vorstoß an die obere Donau. Das betrifft dann eben vor allem Rätien und Noricum, also den südgermanischen Raum, der hier unter die römische Kontrolle gebracht wird. Das Ganze folgt dann auch 12 bis 9 vor Christus mit dem nordgermanischen Raum und mittelgermanischen Raum, Vorstoß bis an die Elbe der römischen Legion und vor allem das Anlegen zahlreicher Kastelle und Kleinstädte in der Lippe-Talregion, Hessen und Harzregion, die wir hier auffinden können. Es folgt dann eben 9 nach Christus die verheerende militärische Katastrophe in der sogenannten Varusschlacht mit dem Verlust von 3 Legionen und als Ergebnis dieser Schlacht der Rückzug der römischen Legionäre und Soldaten aus dem germanischen Raum auf die westliche Rheinseite. Und damit die Aufgabe zahlreicher dieser Kastelle, womit dann eben die Romanisierung dieses Landstriches, dieses Germanien und den Aufbau der Provinz Germanien hier mehr oder weniger zum Stehen kommt. Im Anschluss werden natürlich auch weitere Feldzüge auch im germanischen Raum noch angestrebt, auch ein Rachefeldzug etwa des Germanicus, der hier vonstatten gehen wird und auch unter Tiberius und später Caligula wird es hier zu Operationen kommen, aber es wird eben nicht mehr zur Etablierung und zum Versuch kommen, hier eine neue Provinz zu schaffen und die römischen Grenzen bis an die Elbe zu verschieben. Also damit ist quasi die Varusschlacht tatsächlich so ein Stopppunkt für die römische Expansion über den Rhein hinaus. Der Verlust der 3 Legionen und das Scheitern der Germanienpläne ist aber nur ein kleiner, marginaler Schatten, der auf die glanzvolle Zeit des Augustus fällt. Diese drückt sich nämlich vor allem aus in den glanzvollen Bauten, die Augustus hier in Rom hinterlassen hat. Wir hören bei Sueton, dass er sich gerühmt haben soll, eine Stadt aus Ziegeln vorgefunden und eine aus Marmor hinterlassen zu haben. Damit ist Rom gemeint, ist natürlich weit übertrieben, auch vorher gab es schon Marmorbauten in Rom, aber wir können durchaus feststellen, dass hier gerade in augusteischer Zeit ein groß angelegtes, monumentales Bauprogramm seine Realisierung gefunden hat. Und da können wir einige Bauten merken und sollten uns das auch, so etwa das Augustus-Mausoleum, welches bereits 28 vor Christus als Grablege der julisch-claudischen Dynastie angelegt worden ist, auf dem Marsfeld. Ein Grabhügel mit kreisrunder Form, die hier auch gerade was die Höhe und Monumentalität und auch die architektonische Raffinesse angeht, selbst die großen Monumente der griechischen Welt, wie etwa das Mausoleum von Halikarnass, was zu den Weltwundern sogar zählt, überstrahlen kann. Das Augustus-Mausoleum 28 vor Christus, hier auch ganz klar in der Tradition etwa der hellenistischen griechischen Monarchen und Dynasten. Es folgt dann 9 vor Christus die Areopagus, der Friedensaltar, den Augustus ebenfalls stiften lässt, alles eingebettet in einer großen Parkanlage auf dem Marsfeld, wo dann auch das Solarium, also die Sonnenuhr des Augustus dazugehört, einschließlich eines Obelisken, welcher aus Alexandria, aus Ägypten, nach Rom transportiert worden ist, also auch ein Monument des Sieges des Augustus, aber hier in diesem Fall eben die Areopagus, ein Propaganda-Element, welches vor allem die Friedensprogrammatik des Augustus widerspiegelt, also Augustus als Friedensstifter und Friedensfürst, der hier die Ordnung und den Frieden in der antiken Welt hergestellt hat. Und dafür zeugt eben diese Areopagus 9 vor Christus. Es folgt dann 2 vor Christus das Augustusforum. Schon Cäsar hat ja sein eigenes Forum in der Nähe des Senates anlegen lassen und dieser Tradition folgt eben auch Augustus mit seinem eigenen Forum. Im Zentrum dieses Forums der Mars Ultor Tempel, der rächende Mars. Hier werden dann auch die Feldzeichen, die von den Patern zurückgegeben worden sind, aufbewahrt. Ein Forum, ein öffentlicher Platz, den hier Augustus im Zentrum Roms stiften kann. Und als letztes und nicht unbedeutend wäre dann noch das Haus des Augustus zu nennen, welches sich auf dem Palatinhügel befindet. Dort eng verbunden mit dem Haus der Livia. Es handelt sich um ein Peristylhaus mit weitläufigen offenen Innenhof.
aber der ist gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist, in welchem Arrangement dieses Haus angelegt ist, weil es uns zeigt, dass hier Augustus die traditionelle Ebene eines senatorischen privaten Hauses weit verlässt und hier überschattet, nämlich mit öffentlichen Bauten, sein eigenes Privathaus umgibt, so zum Beispiel mit Portiken, also Säulenhallen, aber vor allem eben auch mit dem Tempel des Apollon. Apollon, sein persönlicher Schutzgott, der hier verehrt wird. So wird Augustus quasi zum Nachbarn des Gottes hier, zeigt nochmal seine überstrahlende Überhöhung, die er hier auch in den Bauten seines Hauses und des Tempels praktiziert. Das Ganze wird dann auch noch öffentlich gesteigert dadurch, dass wir hier das Anlegen zweier Bibliotheken haben, der Bibliotheca Palatina, die hier eine griechische und eine lateinische Sektion hat, also auch hier ein öffentlicher Bau, der dem Haus des Augustus direkt angegliedert ist. Im Tempel selbst werden dann auch Senatssitzungen abgehalten, die uns dann auch nochmal zeigen, dass hier wirklich ein öffentlicher Repräsentationsraum für die Herrschaft des Augustus auf dem Palatin mit seinem Haus, dem Tempel und der Bibliothek geschaffen worden ist. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt und ich halte noch mal kurz fest, was wir uns hier festhalten und merken sollten. Zum einen natürlich Julius Caesar mit dem Bürgerkrieg und seiner Diktatur, wie die auch gestaltet ist, einschließlich seines Todes an den Iden des März 44 vor Christus. Außerdem das zweite Triumvirat, also jene politische Chaoszeit, die dann nach dem Tode Caesars eintritt, der Bürgerkrieg auch zwischen Mark Anton und Octavian, der hier ausbricht und dann am Ende zur Herausbildung des Prinzipats des Erhabenen, des Kaiser Augustus führt, dessen Verfassung wir auf jeden Fall hier im Hinterkopf behalten sollten. Außerdem nicht vergessen die Außenpolitik des Augustus, die Expansion einschließlich der Germanienpläne und dessen Scheitern in der Varusschlacht 9 nach Christus. Und nicht zuletzt, auch die Baupolitik sollten wir in Erinnerung behalten. Hier wäre es sicherlich nicht von Nachteil, da den ein oder anderen Bau des Augustus zu kennen und benennen zu können. Ansonsten weiterlesen können wir immer wieder bei Lippin oder ausführlicher bei Gerke Schneider. Die entsprechenden Seitenzahlen finden wir auf der rechten Seite. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Da haben wir dann einen ziemlich großen Batzen vor uns mit der frühen, mittleren und späten Kaiserzeit bzw. der Reichskrise des 3. Jahrhunderts. So weit werden wir gehen im nächsten Video. Seid also gespannt und schaltet wieder ein.